Ja, ich begrüße euch mal wieder hier auf Kais Kanal. Hola. Heute mal nicht mit so erfreulichen Dingen. Eigentlich wollte ich dazu gar nichts machen, aber doch mal ein kurzes Statement zur Situation mit dem Coronavirus hier in Spanien. In Spanien wurde ja Samstag der Alarmzustand ausgerufen. Das bedeutet hier, dass bei inzwischen knapp 10.000 Infizierten landesweit die Leute nur noch zum Einkaufen rausgehen dürfen, Dinge des aktuellen Lebens kaufen, natürlich zur Apotheke gehen und sich mit Medizin versorgen und falls man zum Arzt muss, ins Gesundheitszentrum, natürlich auch ins Krankenhaus, wenn es sein sollte. Zur Arbeit fahren darf man hin und zurück natürlich. Und wenn Verwandte, Angehörige Hilfe brauchen, gehandicapt sind in irgendeiner Art und Weise, ältere Leute, darf man die natürlich auch unterstützen. Es sieht hier so aus, die Straßen sind ziemlich leer, es ist ziemlich unheimlich. Ich bin jetzt im Moment krankgeschrieben, nicht wegen Corona, aber wenn man rausgeht, kann es durchaus sein, dass man einem Beamten begegnet, der einen auch durchaus fragen kann, was man jetzt auf der Straße zu suchen hat, welchen Grund mein Aufenthalt auf der Straße in dem Moment hat. Was hier auf gar keinen Fall mehr geht, ist spazieren gehen mit mehreren Leuten. Natürlich keine Fitnesse, Studiobesuche, keine Besuche in großen Veranstaltungen, nicht mehr an Strand. Freunde oder Verwandte besuchen ist auch nicht drin, wenn es keinen triftigen, notwendigen Grund hat. Klar, Essen draußen in den Bars und Restaurants natürlich auch nicht, sind aber auch geschlossen. Ich hoffe, dass in Deutschland die Situation mit jetzt über 7.000 Infizierten sich nicht noch weiter verschlechtert und auch bald alles zugemacht wird und dieselbe Ausgangssperre verhängt wird wie hier. Wenn ich jetzt gehört habe, wenn das wahr ist, dass Samstag am Wochenende die Bars noch offen waren, die Leute in die Bars und Restaurants geströmt sind, das sind wahrscheinlich einige Jugendliche oder das sind wahrscheinlich einige jüngere Personen, die denken, sie seien immun oder ihnen kann nichts passieren. Das ist durchaus möglich. Gleichzeitig stellen sie aber infiziert natürlich eine Gefahr für ältere Leute, für die Risikogruppe dar. Insofern kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen und ich hoffe, dass das Ganze bald ein Ende hat. Ja, das war's. Ich wünsche euch viel Durchhaltevermögen, viel Glück, natürlich vor allem Gesundheit. Macht's gut, bis zum nächsten Kochvideo auf Kais Kanal. Grüße aus Spanien. Hasta la próxima.